17 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. In den Kärntner Ballungsräumen will ein Großteil der Handelsbetriebe am 8. Dezember, Maria-Empfängnis, die Geschäfte offen halten. Landeshauptmann Wagner wurde aufgefordert, die gesetzlichen Grundlagen dafür zu schaffen. Bundeswirtschaftskammerpräsident Zallinger hofft, dass die heftige Diskussion um den 8. Dezember keine Auswirkungen auf den sozialen Frieden in Österreich haben wird. Das kann ich schon nimmer mehr hören. Bundeskanzler Sinowatz kennt Schritte zur gesetzlichen Verhandlung. Was ist denn jetzt die... Ach, die wird über das Schlüsseln vergessen. Na Moment, da muss ich aber das noch weggeben, damit mich die Hilfe nicht erwischt. Ja. Hoffentlich ist da jemand da. Ja, ich komm schon. Ja, mein Gott, das ist ja so. Deine Schlüssel vergessen. Guten Tag, Herr Sektionschef. Ja. Na, eigentlich müsste ich ja schon guten Abend sagen. So dunkel ist es draußen. Ich mag den Winter gar nicht. Ich friere so ungern, wissen Sie? Ja. Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber ich habe nachgedacht. Und ich glaube, es ist das Beste, wenn ich zu Ihnen komme. Ja, bitte kommen Sie doch weiter. Entschuldigen Sie, dass ich so überrascht war, aber nämlich es ist heute ein relativ ungünstiger Samstag. Wieso? Naja, Frau Sokol, wissen Sie, die hat mit ihren Augen ja zu tun gehabt und die hat jetzt ein paar Tage ist sie aufs Land gefahren und meine Frau ist auch nicht da. Also Sie müssen mit mir allein vorlieb nehmen. Das ist mir ja ganz recht. Ja? Vor Ihrer Frau fürchte ich mich zwar nicht so sehr wie vor der Frau Elfi, weil die schaut mich immer so gewiss an, wissen Sie. Ja, drum habe ich das auch gar nicht tun können, was der Herr Ernst von mir verlangt hat. Oh. Warum sagen Sie O? Habe ich O gesagt? Ja, ganz deutlich. Ja, das war rein instinktiv. Also. Ach so. Oh, Sie sind ein Instinktmensch. Ja, das ist mir schon bei unserer letzten Begegnung aufgefallen. Ja, aber entschuldigen Sie, dass ich da so herumstehen lasse. Also bitte, kommen Sie doch weiter. Dankeschön. Bitte sehr. Warum schauen Sie mich so an? Na ja, so... Ich gebe zu, Sie sind ein erfreulicher Anblick und dann, wissen Sie, Sie sind heute so komplett, ich meine von oben bis unten angezogen. Das letzte Mal waren Sie auch komplett, aber von oben bis unten nicht so. Erinnern Sie mich nicht daran, gell? Ja, warum? Das war ja reizend. Ja, Sie waren ja lieb und Sie die anderen Herren. Aber es deprimiert mich halt doch, dass ich immer in solche Situationen plumpse. Bitte, vielleicht plumpsen Sie jetzt einmal hier. Na, aber kommen Sie, legen Sie ab. So kalt ist ja wirklich nicht bei mir. Ich meine, ich finde es ja hier. Sie müssen auch entschuldigen, meinen Aufzug, aber ich war ja heute nicht auf Besuch. Danke. Bitte schön, gerne. Nun, wo Sie wollen. Darf ich Ihnen irgendetwas anbieten? Warum? Ich meine, naja, ich kann Ihnen sowieso, also zum Kochen kann ich nichts. Aber Cognac oder so. Nein, danke. Bitte schön, ja. So. Na, oder vielleicht ist Ihnen warm genug? Ja. Ja, weil sonst können Sie auch eine Decke noch haben, also... Na, geht's. Ja, Sie sind aber wirklich lieb und so fürsorglich. Na. Ich glaube, das haben Sie von Ihrem Sohn geerbt. So. Ja, der ist genauso. Und so schrecklich arglos. Ja, also die Arglosigkeit habe ich nicht von meinem Sohn geerbt. Ach, der liebe, gute Herr Ernst. Wissen Sie, wie er mir das heute gesagt hat, da habe ich mir gleich gedacht, das gibt Ärger. Aber dann habe ich halt doch nicht ablehnen können. Moment, jetzt kenne ich mich nicht mehr so richtig aus. Sie haben gesagt, vorher haben Sie so haben Sie gesagt, Sie haben ja abgelehnt, jetzt sagen Sie, Sie haben doch nicht abgelehnt. Also ja, das war ja nachher, da habe ich erst richtig darüber nachgedacht. Aha. Vorher habe ich ja gesagt. Ja, verzeihen Sie einem besorgten Vater, wenn ich es noch immer nicht ganz verstehe und im Interesse meines Sohnes, was war vorher und was war nachher? Ach so, warten Sie. Ah ja? Da, wegen dem. Er hat mir seine Schlüsseln gegeben. Na, eigentlich sind es gar nicht seine, sondern die von der Frau Elfi. Ei, oh. Ja,
Jetzt haben Sie schon wieder geoht. Naja, diesmal habe ich aber für meinen Sohn geoht. Das ist sowas dumm. Entschuldigen Sie bitte. Nein, Sie haben ja vollkommen recht. Er hätte mir seinen Schlüssel geben sollen. Ja, ja. Und nicht dem von seiner Frau Krapschen. Ja. Die wird ihn doch suchen. Na, das wäre das Wenigste. Na, sagen Sie das nicht. Also, ich meine, Schlüssel suchen, das ist schrecklich. Mir passiert das oft. Na, gestern zum Beispiel. Da bin ich noch am Abend zum Hausbriefkasten gegangen. Na, ich sperre ihn auf, nehme die Post heraus. Und wie ich dann vor der Wohnung stehe, habe ich nur den Postkastenschlüssel in der Hand und der von der Wohnung ist weg. Hm. Na ja, jetzt stellen Sie sich das vor. Ich im Schlafrock mit Nachthemd drunter, am kalten Gang, wo ich doch eh so friere. Ja, aber liebes Fein, an solche Situationen müssten Sie doch jetzt schon langsam gewöhnt sein. Wieso? Also, wissen Sie, wo der Schlüssel war? Nein. Ich habe ihn im Postkasten eingesperrt. Naja, jetzt bin ich aber sehr, sehr vorsichtig mit so Schlüsselgeschichten. Naja, offensichtlich doch nicht so sehr. Denn sonst hätten Sie ja nicht den Schlüssel von meinem Sohn, beziehungsweise von meiner Schwiegertochter. Ja, aber ich habe ihn ja gar nicht benutzt. Ich bin ja gleich zu Ihnen gekommen. Denn ich habe mir gedacht, die Frau Elfi wird sich weniger ärgern, wenn wir zwei das erledigen. Meinen Sie nicht? Ja, bitte, was sollen wir zwei erledigen? Naja, weswegen mir der Herr Ernst den Schlüssel gegeben hat. Ah ja. Na, es ist voll. Na, passen Sie auf, geben Sie ihm das. Bitte. Und sagen Sie ihm, dass ich alle Preise und Listen fein säuberlich zu Hause abgetippt habe. Naja, heute ist doch der lange Samstag. Und da hätte ich im Geschäft doch keine Ruhe gehabt. Ach so. Und bin ich ja schon um 10 nach Hause gegangen, wissen Sie? Ja, das ist ja doch eine ganz einfache Erklärung. Ja? Ja. Ja. Naja, und Sie meinen also, mit der Elfi hätten Sie da... Nein, und er hat mir ja gesagt, ich soll die Listen in die Wohnung bringen. Ja. Und er wird sich's über Sonntag anschauen. Und weil seine Frau doch nicht zu Hause ist... Ja, ja, die kann gar nicht zu Hause sein, weil die muss sie nämlich jetzt einarbeiten, weil nächste Woche kriegt sie ja ein Kind. Ja, davon habe ich auch schon gehört. Ja. Es soll sogar ein Indianer sein, toll. Ein Indianer? Naja, so direkt ein Indianer ist es nicht. Nein? Nein. Schade. Ich liebe nämlich Karl May. Naja, ist ja wurscht. Also er hat mir gesagt, ich soll die Schlüssel nehmen, aufsperren und die Listen auf den Tisch legen. Naja, und wie ich da vorhin zum Haus gekommen bin, da habe ich eine schreckliche Vision gehabt. Ich in der Wohnung und die Frau Elfi kommt nach Hause. Ja, aber bitte, es wäre doch ganz einfach gewesen. Sie hätten ja doch alles erklären können. Nein, eben nicht. Weil wenn Sie mich dann so streng angeschaut hätten, ich wäre ja glatt in Ohnmacht gefallen. Sagen Sie, liebes Fein, ich habe das Gefühl, Sie haben eine sehr üppige Fantasie. Ja, aber in dem Fall geht es doch nicht um meine Fantasie, sondern kommen um die Sie der von der Frau Elfi. Von der Frau Elfi. Aber das braucht einer doch nicht peinlich. Nein, bitte nicht, wenn Sie geschlossen sind, wenn Sie da aufeinander kommen Sie herein. Das ist anzunehmen. Um Gottes Willen. Ja, was ist denn? Sie wird sich aufregen über alles. Nein, aber schauen Sie. Darf ich da bitte rein? Ich bleibe. Nein, aber das ist gar nicht notwendig. Sie können ruhig hier bleiben. Ich erkläre das schon der Elfi. Wir gehen jetzt ins Schlafzimmer von meinem Schwiegervater. Ja, aber bitte, das geht doch nicht. Aber ja, mein Schwiegervater ist ja nicht da. Ja. Ja, meine Schwiegermutter auch nicht. Die sind beide einkaufen. Die kaufen Spielsachen für unser Kind, das nächste Woche kommt. Ich geniere mich so. Aber bitte, Sie brauchen sich doch nicht zu genieren. Ich hätte Ihnen ja Sachen von meinem Mann gegeben, aber mein Wohnungsschlüssel ist verschwunden. Wissen Sie, ich habe jetzt nur mehr Pech in meinem Leben. Zuerst ist meine Frau futsch, jetzt mein Quant. Ich sage Ihnen, das kann nur mir passieren. Sie müssen doch nicht alles so persönlich nehmen, Herr Petermann. Es werden anderen Leuten dann auch Sachen gestohlen, nicht nur Ihnen. Oh, danke. Kommen Sie. Ja, Herr Petermann. Ja, Elfi. Was, du bist da? Ich glaube, du bist einkaufen. Ja, du, ich wollte gern mit der Hilla einkaufen gehen, aber sie hat das dann nicht wollen. Sie findet, also ich störe sie nur, weil ich... Bei mir geht es immer sehr schnell und sie will ruhig aussuchen, mag sie nur nervös. Ja, grüß Sie Gott, Herr Petermann. Grüß Gott, Herr Aber bitte legen Sie doch ab. Nein, das geht nicht. Warum nicht? Sind Sie vielleicht nackt unter dem Mantel? Wieso, wissen Sie, ist der Mantel durchsichtig? Der Herr Petermann ist nicht nackt, er hat eine Badehose an. Er hat eine Badehose? Also bitte, ich meine, ich bin wirklich kälteunempfindlich, aber im Dezember nur mit einer Badehose? Ja, die gehört gar nicht mir, hat man es ausborgen müssen. Ah! Ja. Sie sind also nur mit dem Mantel vom Attersee bis da hergekommen? Nein, den Mantel, den habe ich mir auch erst vor einer Stunde ausgeborgen. Moment. Also jetzt, Herr Petermann, schön langsam. Ich meine, Sie werden mir erklären, Sie sind splitterfasernackt. Bitte, ich weiß schon, unsere Bahn ist sehr gut geheizt, aber Sie hätten doch öffentliches Ärgernis erregt. Ich meine, bitte, sehr schön, der Schal. Ja. Nicht wahr? Bitte, von Rapid an. Ja. Rapid, ja, das ja, ist... Ja. Bitte pflanz jetzt nicht den Herrn Petermann, er tut mir sehr leid. So, ja. Er ist bestohlen worden. Stell dir vor, Sie haben ihm sein ganzes Gewand gestohlen, von der Unterwäsche bis zu den Schuhen. Ah, und da hat er sich widerstandslos ausziehen lassen? Bitte, er war ja nicht drin in dem Gewand. Er war nicht drin? Nein, er war in der Sauna. Ja, aber bitte in einer ganz seriösen.
Naja, also so ganz seriös wird die wohl nicht gewesen sein. Bitte, Franz. Er ist aus der Sauna herausgekommen und da waren 3 Kasseln aufgebrochen. Stell dir vor, eins war sein. Ja, wie Figura zeigt. Da habe ich mir die Sachen zusammengeschnallt, dass sie wenigstens bis hierher kommen. Nicht? Ja. Ich weiß, Herr Sektionschef, das gehört sich nicht, aber ich kenne ja sonst niemanden in Wien und in die Pension, in der ich wohne, hätte ich mir so nicht getraut. Nein, das war ganz richtig von Ihnen, Herr Petermann, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich habe den Herrn Petermann unten bei der Wohnungstür getroffen und weißt du, ich hätte ihn ja mit hineingenommen, aber stell dir vor, meine Schlüssel sind verschwunden. Aber? Ja, ich suche schon den ganzen Tag und ich... Na, das kann doch nicht wahr sein, das sind ja meine Schlüssel. Diese da sind keine... Bitte, wie kommen denn die daher? Naja, sie hat sie hergelegt. Was meine Sie? Wer Sie? Die Hila. Die Hila wird die Schlüssel sicher. Ja, na eben, weil ich war ja den ganzen Tag, war ja überhaupt nicht herum. Aber ist ja wurscht. Ja. Hauptsache, Sie sind da. Eben. Lieber Herr Petermann, kommen Sie, jetzt gehen wir ins Schlafzimmer. Ja, entschuldige, na, Moment, bitte, darf ich dem Herrn Petermann ein paar von deinen Sachen geben? Sag, Vater, den Eindruck hast du nicht den Herrn Petermann ausziehen. Warum kann ich nicht? Aber entschuldige, ich meine wirklich. Nein, das gehört sich nicht. Kommen Sie, Herr Petermann, ich werde das erledigen. Also du bleib hier, sind Zeitung, kannst du inzwischen was lesen und so. Du, kommen Sie nur, Herr Petermann, ich mach das schon mit Ihnen so. Grüß Gott. Psst, nicht so laut. Meine Schwiegertochter braucht ja nicht wissen, dass diese Dame hier ist. Ach so, ich verstehe. Ja. Warum? Das ist eine langwierige Angelegenheit, das kläre ich Ihnen später einmal. Der Herr Petermann hat nämlich ein Unglück gehabt. Oh je, sind Sie verletzt? Nur mein Stolz. Längerfristig werde ich einen Schnupfen kriegen. Frieren Sie auch so leicht? Nein, üblicherweise nicht. Nur wenn ich weiter, dann ist das eine Badehose und das den Mantel anhabe. Sie haben? Na, ja. Das ist ja toll. Ich habe geglaubt, solche Sachen passieren immer nur mir. Und jetzt lerne ich das erste Mal in meinem Leben einen Menschen kennen, dem es genauso geht wie mir. Ja. Was sind Sie für ein Sternzeichen? Krebs. Das hätte ich mir denken können. Eine Kosmobiologin hat nämlich zu mir gesagt, dass ich zu denen eine sehr, sehr starke Beziehung habe. Ja, aber diese Beziehung, die müssen Sie dann später ausbauen. Jetzt, Herr Petermann, kommen Sie, gehen wir da hinein. Ich muss Ihnen ein bisschen anziehen. So, Momentel. Lichthammer. Die Torte. Sind Sie mir nicht böse, aber die Torte lasse ich Ihnen nicht da. Oh Gott. Jesus. Ja. Ja, was haben wir? Meine Brille. Aber sie sehen nicht passiert. Gott, das freut mich, aber dass du da bist, dass du dich wieder einmal anschauen lässt. Was machst du denn für ein Gesicht? Dir gefällt's auch nicht. Ich habe aber kein anderes. Oh, miese Laune. Warum denn? Es gibt eigentlich keinen Grund, das ist nicht so wichtig. Ach, was heißt keinen Grund? Natürlich gibt es einen Grund und bitte, du wirst ihn mir jetzt sofort sagen. Ist es das Bundesheer? Nein, das ist ganz in Ordnung. Ah, da freut sich wenigstens der Verteidigungsminister. Und was ist es dann? Also gut, eigentlich wollte ich es niemandem erzählen, aber dir erzähle ich es noch immer am liebsten, weil du die relativ vernünftigste bist von uns allen. Danke für das Relativ. Also, es geht um meine Freundin, die Inga. Ich habe einen Kollegen beim Bundesheer, weißt du? Ja. Und der schlaft bei mir im Zimmer in der Kaserne. Und der hat eine Schwester, die zufällig in demselben Haus wohnt, wo die Inga und ich die Wohnung haben. Verstehst du? Ja, also bis daher gerade noch. Versuch's weiter. Ja. Wie geht's weiter? Ja, und der hat mir gesagt, dass seine Schwester ihm gesagt hat, dass währenddessen ich meinen Dienst in der Kaserne mache, die Inga mit einem Mann eng umschlungen spazieren geht. Mit einem anderen, sagt der Kollege da und sagt seine Schwester. Tommy, ich glaub, du bist intelligent. Ich hab dich immer für intelligent gehalten. Vor allem viel zu intelligent, um so einen blöden Tratsch zu glauben. Hast du denn die Inga schon gefragt? Nein, wir vertrauen uns momentan nicht besonders gut. Genauer gesagt, es ist aus mit uns. Na, ist doch fabelhaft, braucht dich die ganze Sache überhaupt nichts mehr anzugehen. Na doch, der erzählt es ja nicht nur mir, der tratscht es in der ganzen Kompanie herum. Und ich stehe da wie ein Idiot. Oje, ja. Weißt du, so ein Tratsch kann etwas ganz besonders Hässliches sein. Ja, wenn man ihn glaubt und darauf hört. Ich könnte im Moment gerade dasselbe Lied singen. Aber komm, geh mal rein, dann spricht sich's gemütlicher. So. Ja, was denn? Na, hallo. Du sitzt da allein herum, Elfilein. Sag einmal, wo ist denn der Franz? Der Franz ist mit dem Petermann im
im Schlafzimmer. Stell dir vor, dem Petermann ist sein ganzes Gewand gestohlen worden. Was? Ja. Wie macht man sowas? Der arme Mensch. Ja, ihr werdet, ihr habt das Gefühl, der zieht das Pech direkt an. Du, eine Frage. Also der Petermann ist der einzige Gast, der im Moment hier bei uns in der Wohnung ist, ja? Ja, außer mir halt. Aha. Nicht zu glauben. Also der Novak hat ganz nüchtern ausgeschaut. Aber wenn er natürlich den Petermann mit einer feschen Blondine verwechselt, muss der einen riesen Drum rausschaben. Was ist mit einer, was für einer feschen Blondine? Lasst euch erzählen. Du spitzt die Ohren, das ist jetzt mein Beitrag zum Thema Tratsch. Also, ich komme jetzt gerade nach Haus. Ja. Da kommt der Novak auf mich zu, hält mich auf und sagt, es wäre ihm alles furchtbar peinlich und ich wüsste doch, wie sehr er mich schätzt und er möchte mir einen Schock ersparen. Es wäre nämlich vor einer halben Stunde eine fesche Blondine in unsere Wohnung gegangen, das hätte er gesehen. Und dann hat er noch gesagt, er wäre ja allerhand von uns gewöhnt an unseren Samstagen. Aber diesmal hat er gewusst, dass ich nicht zu Hause bin und die Sokol nicht zu Hause ist und dass der Herr Sektionschef ganz alleine ist. Und es wäre ihm so verdächtig vorgekommen. Das ist wirklich eine Frechheit. Aber wenn man dran denken muss, dass der arme Novak in seinem Dusel, also statt weißen Mäusen, so blonde Damen sieht, ich weiß nicht, die könnte man eigentlich schon wieder entschuldigen. Ja, servus, Gregor. Lila, Christian, bist du wieder zu Hause? Jawohl. Na, sag, Lila, na, also, wie war das Einkaufen? Du, das war wunderschön. Weißt du warum? Weil du nicht dabei warst. Oh. Ja, du, ich kann so gut einkaufen, wenn du nicht dabei das bist. Das ist lieb, nicht was ich sag. Du, ja? Ich hab da irgendwas gehört. Was muss man entschuldigen? Ja, den Novak muss man entschuldigen, weil er mich nämlich gewarnt hat. Ja, ich würde dich in einem Tête-à-tête mit einer Dame vortreffen. Oh. Also, glaubst du vielleicht, dass die Schwester von meinem Kollegen auch trinkt und dass vielleicht die Geschichte da mit der Inge und dem anderen Mann gar nicht wahr ist? Moment, was war das? Es ist Folgendes, der Tommy und ich, wir sind beide Opfer eines Tratsches, weißt du? Und ich glaube, sein Tratsch ist genauso wenig wahr wie meiner. Oh. Du bist heute so wortlos, immer nur O, sagst du? Warum sagst du immer nur O? Ach, gar nichts. Ich meine, du, stell dir bitte eines vor, Franz. Ja. Stell dir vor, ich wäre eine ganz eifersüchtige Frau. Na, was würde ich jetzt machen? Jetzt würde ich die ganze Wohnung durchsuchen nach der blonden Frau. Bis in deine Kleiderkästen hinein. Jetzt aber nur den Petermann in der Badehose finden. So? Oder hat er jetzt vielleicht ein bisschen mehr an? Oh, ja, du, ich glaube, er ist da gerade dabei, dass er irgendetwas Franz, zu machen. Entschuldige, Fiedler, du machst mich so nervös. Hast du irgendetwas? Du machst immer so seltsame Bewegungen. Nein, gar nichts. Du weißt, ich rede ja so gern mit den Händen. Ja, eben. Das ist also, ja. Oh, Elfi, es hat geläutet. Geh, bist du so lieb und machst auch? Nein, das kommt ja nicht in Frage. Wozu habe ich einen durchtrainierten Sohn? Ja, ich geh. Ich bin froh, dass er draußen ist jetzt einen Moment. Ja, ich wäre froh, wenn wer andere einen Moment draußen wäre. Ich bitte dich, hör schon auf, du bist so unverständlich. Franz, bitte, jetzt sei artig und setz dich hin. Bitte, setz dich also, mich artig. Also bitte, lasst euch erzählen. Ich meine, also diese Tratschgeschichte mit der Blondine und dem Franz ist natürlich sichtlich ein Blödsinn. Nur die Sache mit dem Mann und der Inga, also da bin ich mir nicht so sicher. Ich freue mich nur, dass ihr dem Tommy die Wohnung zu Weihnachten schenkt. Weißt du, dann kann er wenigstens einen klaren Schlussstrich ziehen. Das heißt ja nichts damit. Ich war Die war wirklich sehr unglücklich über diese Lösung. Ich finde, der Bub ist ja auch viel zu jung für so eine enge Bindung. Das ist nur der Heinz. Was heißt nur der Heinz? Das ist das Beste. Kann man da eine Uniform an mit einem schäbiger Zivilist mit nur der Heinz begrüßen? Wenn es die erwartet, den Feldmarschall Radetzky oder was? Schönen guten Nachmittag. Ja, guten Tag, lieber Heinz. Sie lassen meinen armen Mann allein im Geschäft an diesem heutigen Einkaufssamstag? Ja, also ich meine, der liebe Ernst ist wirklich arm und zwar in mancherlei Hinsicht. Erstens ist er arm, weil er ein besonders lieber, naiver Mensch ist. Ja, eben. Das ist eine besonders liebe Charaktereigenschaft von ihm. Da müssen Sie ihn überhaupt nicht bedauern, er braucht nicht Ihr Mitleid. Bitte, ich darf mit dieser Bemerkung Ihrerseits
für später vielleicht vormerken, ja? Nur bitte, wenn es etwas gibt, wo der liebe Ernst nicht arm ist, ist es das Geschäft, weil er dann nämlich einen jungen, agilen, tatkräftigen Kompagnon hat. Sie? Der, ja, das werde ich mir gleich. Ich hab's erraten. Der fährt noch einen dritten. Darf ich bei aller Bescheidenheit sagen? Bitte. Und gerade diese Stütze, die er in mir hat, braucht er jetzt in der Vorweihnachtszeit sehr dringend, weil ja da sogar bei uns in Wien wird der Trend zum Zweitbuch immer stärker. Apropos Buch, ich hätte ganz gern eines, und zwar die Chronik Österreichs. Aber bei meinem kärglichen Sold kann ich mir das natürlich nicht leisten. Ihr könnt mir das doch sicher schenken, ne? Sag, ich weiß nicht, ich bilde mir ein, ich habe mich, bevor ich hierher gekommen bin, frisch rasiert, oder? Nämlich, falls mir irgendwo ein weißer Bart raussprießen würde, könnte ich noch verstehen, dass du mich mit dem Weihnachtsmann verwechselst. Tommy, ich schenke dir die Chronik zu Weihnachten. Kriegst sie von mir. Gott sei Dank verprasst ja der Franz nicht nach hausmeisterlicher Meinung sein Geld mit geheimnisvollen Blondinen. Gott sei Dank. Also bitte, jetzt hört schon auf mit diesen geheimnisvollen Blondinen. Das geht mir jetzt schon langsam auf die Nerven. Der Novak, der soll schauen, dass das Stiegenhaus sauber ist, nicht wahr? Und soll nicht also mir erfinden, dass ich da irgendwas mit flotte Blondinen zu tun hätte. Apropos, aber flotte Blondinen, das ist ein Stichwort für mich, bitte. Weil flotte Blondinen, das wäre nämlich meine Mission. Also ich meine, vielleicht könnte ich die jetzt erfüllen, obwohl, ich habe nämlich schon geglaubt, sie hat überhaupt vergessen drauf. Weil ich habe nämlich unten bei der Tür, beim Ernst gehorcht und da war es mucksmäuselstill. Moment, was, bei unserer Wohnungstür haben Sie gehorcht? Ja. Also Sie waren schon immer sehr komisch, aber Sie werden von Tag zu Tag komischer. Ja, liebe Frau Elfi, Freundespflicht ist manchmal komisch, nicht? Wenn man zum Beispiel einen Freund vor etwas Unangenehmen bewahren will. Na, natürlich weiß ich, dass der Ernstl sich nichts dabei gedacht hat. Das ist mir schon klar. Ich weiß aber andererseits auch, dass Sie sich dabei was denken werden und weiß noch dazu, dass Sie nicht in der richtigen Richtung denken werden. Nicht? Lieber Heinz, könnten Sie uns, wenn auch nur annähernd, sagen, wovon Sie reden? Nein, schauen Sie, es ist so. Also. Der liebe Ernst, ja? Der liebe arme Ernst, nicht in seinem Übereifer und in seiner, bitte muss man sagen, absoluten moralischen Integrität, nicht? Der bedenkt manches nicht, was er tut. Wie zum Beispiel heute, nicht? Also heute hat der Ernst doch glatt. Wie soll ich Ihnen das sagen? Er hat einfach in seinem Parsival. Ja, bitte. Ja, aber Herr Heinz, um Gottes Willen, Sie müssen mich entschuldigen. Sie müssen mich entschuldigen. Ich habe ganz vergessen, ich habe Ihnen ja überhaupt noch nichts zum Trinken angeboten. Nein. Also, dass ich bitte vielmals, das müssen Sie mir entschuldigen. Sie müssen jetzt einen Schluck trinken. Sie nehmen ganz gerne einen Cognac. Ja, wenn er über ist. Cognac. Und dann bitte, ja, bitte, Hila, du musst mich auch entschuldigen. Ich habe total vergessen, dich zu fragen, was hast du denn alles eingekauft? Hast du also wirklich Schönes? Ach so, du willst es nicht verraten. Verstehe, es sind Weihnachtsgeschenke. Aber Tommy, du bist so schweigsam. Was gibt es eigentlich? Was habt ihr für Menüs beim Bundesheer? Hat man da eine Auswahl oder kriegt man ganz einfach zugewiesen? Auswahl, was gell, Tommy? Das wäre doch warm. Ich fühle mich wieder ein bisschen mehr als Mensch, soweit ich mich für meine Person überhaupt als solcher fühlen kann. Entschuldigen Sie. Nehmen Sie das nicht zu schwer, das mit der Badehose und so. Ich war neulich zu Besuch bei dem netten Botschafter hier im Haus in der Unterwäsche. Naja, Sie werden schon Ihre Gründe gehabt haben. Naja, freilich, aber solche, die man halt niemandem so leicht erklären kann. Na, wie das jetzt hier zum Beispiel. Warum verstecke ich mich im Arbeitszimmer vom Herrn Sektionschef? Bitte, Sie wollen mir das wirklich nicht erklären. Das sind Dinge, die nur Sie und ihn angehen, obwohl, naja... Nein, es ist, weil ich mich so leicht vor Frauen fürchte. Verstehen Sie das? Oh ja, sehr. Ich auch. Ich habe mich zum Beispiel fast mein ganzes Leben vor meiner Frau gefürchtet. So ein bisschen, weil sie immer so einen strengen Blick gehabt hat. Ja, das kenne ich. So schauen mich die meisten Frauen an. Aha. Besonders die Verheirateten. Dabei verstehe ich das gar nicht. Ich habe doch nicht das geringste Interesse an Ehemännern. Bitte, ich bin nicht verheiratet. Meine Frau hat mich sitzen lassen. Nein, nicht zum Glauben. Einen Mann wie Sie, der seine ganze Seele im Gesicht herumtragt. Finden Sie? Nein, das hat mir noch niemand gesagt. Aber Sie auch. Sie haben auch eine wunderschöne Seele in Ihrem Gesicht. Wirklich? Sie sind der erste Mann, der von meiner Seele spricht.
Soll ich Ihnen etwas Merkwürdiges sagen? Ich habe plötzlich so ein Gefühl der Dankbarkeit dem Dieb gegenüber, der meine Sachen genommen hat. Warum? Ja, weil ohne das hätte ich Sie nie kennengelernt. Na, hoffentlich kriegen Sie keinen Schnupfen. Bitte, wenn auch, er wäre es wert. Naja, da müssten Sie ein heißes Fußbad nehmen, mit ein bisschen Molke drinnen und mit einer Wärmeflasche ins Bett gehen. So hat zuletzt meine Mutter mit mir gesprochen. Ich fühle mich auf einmal wieder plötzlich ganz jung. Naja, haben Sie nicht vielleicht schon ein bisschen Fieber? Na, vielleicht ja. Doch ein bisschen. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn Sie Ihre Hand auf meiner Stirn lesen, weil vielleicht nur, dass das Fieber nicht steigt? Sag mal, Franz, der ist gut, der Cognac. Glaubst du nicht, der Petermann hat sich in deinem Kasten verlaufen? Na, ich schau mal hin. Nein, bitte dich, bleib hier. Der Petermann ist schon verstört genug. Er ist wirklich vollkommen verstört, der Petermann. Apropos verstört. Liebe Frau Elfi, darf ich bitte noch einmal mich an Sie wenden? Und zwar, ich kenne Sie doch seit langem und Sie sind doch eine ernste Frau, die nicht oberflächlich denkt und daher sicher auch nicht eine Sache nach Ihrem äußeren Anschein beurteilen wird, nicht? Ja, nur wenn Sie sowas sagen, wäre ich leicht misstrauisch. Nein, das ist schlecht, denn Misstrauen macht hässlich und das wollen wir doch vermeiden, nicht? Also kurz und gut, wie soll ich sagen, es geht um unsere Sekretärin. Es geht um die kleine Christine. Um die kleine Christine? Wieso ist die so klein? Ist die geschrumpft? Wie ich sie das letzte Mal gesehen habe, war sie genauso groß wie ich. Nein, also bitte, mit klein meine ich ja nicht die Figur, ich meine das Hirn, also nicht das, ich meine das Gemüt. Nicht, sie hat ein schlichtes Gemüt, wie ein kleines Kind, ein schlichtes, einfaches Gemüt. Und das verbindet sie wieder mit dem Ernst, nicht? Ah, nein, jetzt wird's spannend. Ja. Kommen Sie, jetzt erzählen Sie mir ein bisschen was von der Verbindung meines Mannes mit der kleinen Christine. Aber bitte, ich habe gewusst, es gibt keine Verbindung. Schauen Sie, es ist so. Der liebe Ernst hat die kleine Christine um etwas gebeten. Und zwar hat er sich... Entschuldigung, ich muss mich halt unentwegt bei Ihnen entschuldigen, lieber Herr Heinz. Ja, aber schau, er hat ja nichts mehr zu trinken. Ich muss ja gleich etwas nachgießen, etwa, bitte. Oder schmeckt Ihnen vielleicht der Cognac nicht? Ja, er ist verzüglich, also ja. Seltsam. Also, Herr Sektionschef, es ist ja nicht so, dass Sie sonst neidig wären. Sie sind immer ein sehr großzügiger Gastgeber, aber heute übertreffen Sie sich. Ich komme mir vor, wie, als ob Sie meine Vogelmutter wären. Ich meine, immer, wenn ich den Schnabel aufmachen will, flattern Sie herbei und atzen mich flüssig. Ja, der hat vollkommen recht, der Heinz. Mir ist das auch schon aufgefallen. In den letzten Viertelstunde lässt du den armen Heinz überhaupt nie richtig ausreden. Was hast du denn? Ich lasse ihn nicht ausreden. Er redet wie ein Wasserfall. Ich schweige in allen Tonarten. Servus. Darf doch nicht wahr sein. Jetzt ist der Ernst auch da. Bitte, wer ist im Geschäft? Heute ist Einkaufssamstag. Ja, wirklich. Ein Trubel. Ist vielleicht die Christine allein im Geschäft, die Kleine. Mit ihrem arglosen Kindergemüt. Da kannst du höchstens Bilderbücher verkaufen. Ja, das wäre ja auch nicht schlecht. Hauptsache, sie verkauft etwas. Nein, aber es ist nicht mehr viel los jetzt. Und die letzte halbe Stunde schafft die Frau Kreiner allein. Nein, die Christine habe ich gebeten, dass sie mir eine Liste in die Wohnung bringt. Guido! Ja, was ist denn mit dir? Du hast ja überhaupt noch gar keinen Laut von dir gehört. Ja, lautlos. Du bist so still. Fehlt dir irgendetwas? Ich meine, du hast doch sonst immer so nette Witze auf Lager gehabt. Franz, wenn ich zu euch komme, brauche ich mein Lager nicht strapazieren. Mhm. Das ist gar nicht notwendig. Denn dieses Haus ist ein einziger Witz. Mhm. So. Sollen wir das als Kompliment betrachten oder gleich beleidigt sein? Wie ist also das? Nicht böse sein, aber ihr könnt es euch ja aussuchen. Jedenfalls wir beide, der Ernstl und ich, wir haben lauthals gelacht, wie uns der Novak unten beim Lift abgefangen hat. Ah, hat er euch auch die Geschichte von der heimlichen Blondine erzählt, die in meiner Abwesenheit zum Franz schleicht? Ja? Heimliche Blondine? Nein? Na, ich weiß nicht. Heimliche Blondine. Er hat eigentlich eine interessante Geschichte erzählt über meine liebe Frau. Also der Novak und die Schwester von meinem Kollegen, die sollten sich auf ein Backel hauen und gemeinsam einen Tratschhandel en gros betreiben. Ich bin aber sehr neugierig, was es für mich
von mir für interessante Geschichten zu erzählen. Verzeih bitte, ich würde sie nicht interessant, ich würde sie eher schlüpfrig nennen. Bitte jetzt hör auf, dass du dich vielleicht an so einem blöden Tratsch beteiligst, ja? Hila, sei mir nicht böse, ich sag nur pflichtgemäß weiter, was ich gehört habe. Also die Sache ist die, der Novak hat geschüttelt vor innerer Entrüstung und moralischer Unzufriedenheit und Neugier, hat er mitgeteilt, dass die Elfi mit einem wildfremden Mann das Haus betreten hat. Ja, jawohl. Ja. Und dieser wildfremde Mann war in einen langen Mantel gehüllt und ein Windstoß hat dem Novak etwas enthüllt, nämlich, dass der wildfremde Mann, der Begleiter meiner lieben Frau, unter seinem langen Mantel nichts angehabt hat. Der Novak ist ein Depp. Ja. Der Mann hat eine rote Badehose angehabt. Was ist denn? Ich höre wohl nicht recht. Ja, ich auch nicht. Eine ja, rote Badehose. Du, Ernsthaft, wir haben dem Novak, dem wacken Mann, dem haben wir Unrecht getan. Ja. Du, darf ich fragen, Elfi, was du mit diesem Badehosenträger gemacht hast? Oder willst du vielleicht, Ernst, willst du vielleicht die Frage? Kann ich schon sagen. Nein, nein. Ich habe ihn beim Franz abgegeben. Beim Franz? Ja, wie man glaubt, der Franz sammelt Uhren und Briefmarken. Du, seit wann, Franz, darf ich dich fragen, bist du auf halbbekleidete Männer umgestiegen? Also gut, ja, jetzt hör auf mit diesen blöden Witz. Witz? Gerade vorhin hast du welche von mir verlangt. Guido, das war der Petermann aus Attersee. Der hat, aus welchem Grund, weiß ich nicht, seine ganze Kleidung verloren, die ist ihm gestohlen worden. Meine aber, ach so, der Petermann. Naja, ja, also Petermann. Nicht, dass ich gerade eifersüchtig bin, nicht, aber so eine harmlose Erklärung ist mir schon lieb. Also, es gibt ja fast eben für alles eine harmlose Erklärung. Ich versuche ja auch schon seit einer halben Stunde eine harmlose Erklärung hier abzugeben. Nicht für mich natürlich, sondern für dich, lieber Ernst. Für mich? Warum willst du für mich eine harmlose Erklärung abgeben? Eigentlich ist das Ganze schade. So eine schöne Tratschgeschichte und kein sensationeller Hintergrund. Aber was soll man machen? Wir sind eine liebe und brave Familie. Da spielt sich nichts Delikatessenhaftes ab. Delikates wollte ich natürlich sagen. Kein Hausfreund im Kasten und keine interessanten blonden Damen unter dem Franz seinem Bett. Also du, jetzt habe ich genug mit all diesen Anspielungen. Das ist ja wirklich schon zu blöd. Wieso soll ich eine Dame unterm Bett haben? Was ist denn, friss mir nicht gleich. Also du darfst ihm nicht böse sein, musst ihn heute entschuldigen. Er ist nämlich auch ein Opfer vom Novak. Ja, der Novak scheint seine ganze ausschweifende Fantasie auf die Familie Lafitte zu konzentrieren. Und jetzt noch einmal wird es gesagt, er hat ihm eine Blondine zugedacht, no. Ausgerechnet dem Franz, meinem biederen, braven Bruder. Du, ich will ja nicht boshaft sein, aber ich glaube, du würdest gar nicht wissen, was du mit einem solchen Wesen, dem unverhofften Geschenk, anfangen sollst. Ja, also, bitte, bitte. Ich habe im Arbeitszimmer verstecken. Oh, grüß Gott. Ja, grüß Gott. So viele Leute habe ich ja gar nicht erwartet. Wissen Sie, Herr Sektionschef, ich habe darüber nachgedacht. Sie haben vorhin vollkommen recht gehabt. Ich glaube, ich habe mich dadurch meine Schüchternheit in eine dumme Situation treiben lassen. Ihre Schüchternheit. Und glauben Sie, dass die Schüchternheit, dass das der richtige Ausdruck ist? Ja, und aus Angst vor Ihnen, Frau Elfi. Naja, nichts für ungut. Vielleicht meinen Sie es auch gar nicht böse. Aber wie ich da vorhin Ihre Stimme im Vorzimmer gehört habe, da habe ich Angst gekriegt, dass Sie das Ganze missverstehen werden. Bitte sehr, Sie dürfen nicht böse sein, weil es ist so, eigentlich gehört die Christine gar nicht ins Arbeitszimmer vom Herrn Sektionschef, sondern runter in die Wohnung vom Ernst. In unserer Bitte, das ist interessant. Wieso, weißt du? Wieso sag ich interessant? Logisch ist das, ich habe Sie doch darum gebeten. Ernst. Was wirklich ist? Die bautschertsten Erklärungen der Welt hast immer du auf Lager. Und dabei ist das so einfach. Ja, Franz, und wir warten jetzt auf diese ganz einfache Erklärung. Bitte, gerne. Der Ernst hat der Christine etwas zum Tippen gegeben. Ja, ja. Und dann hat er gesagt, sie möge es herbringen. Hat sie getan, hat versucht, ob unten wer zu Hause ist. Es war niemand unten zu Hause. Na, was hat sie logischerweise gemacht? Sie ist heraufgegangen, hat es bei mir abgegeben. Ja, also dieses sowas. Klingt ziemlich plausibel. Muss ich sagen. Aber eine Frage habe ich doch. Warum hast du dieses arme Mädchen in dein Arbeitszimmer gesperrt? Ja, und Christine, warum haben Sie denn das heraufgebracht? Sie haben doch unseren Wohnungsschlüssel. Also, Ernst, du hast wirklich eine Gottesgabe, dass du immer im falschen Moment den falschen Satz sagst. Dein Vater hat doch das eh schon sehr elegant erklärt. Sie hat meinen Schlüssel. Was sagst du? Na,
Seit ich bei einem Mantel da gelassen bin, den muss sicher zurückgehen. Das ist toll. Das ist wie bei den Überraschensackerl aus meiner Kindheit noch. Ja, da ist auch immer was Neues rausgekommen. Wie aus dem Arbeitszimmer vom Opa. Wie viele sind denn noch drinnen? Niemand mehr. Zumindest ich habe keinen gesehen. Na, darauf würde ich mich nicht so ganz verlassen bei dem Hang zu Überraschungen, den mein lieber Mann heute hat. Fräulein Christine, ist alles geklärt. Ich habe es ja gleich gesagt, Frau Elfi, brauchen Sie sich nie, nimmer und nicht zu fürchten. Die ist immer so lieb. Böse habe ich die ja überhaupt noch nie gesehen. Nur einmal am Attersee, da haben Sie so einen Schwips gehabt. Ja. 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 Oh. Naja, so einen großen Schwips. Kann ich aber nicht erinnern, bitte. Ja, so. Liebe Christine, kommen Sie. Ich weiß ja nicht, was mein Mann und vor allem der Heinz. Ja, bitte. Ja, was der für interessante Schauergeschichten über mich erzählt hat, das weiß ich ja nicht. Aber Sie brauchen sich wirklich nicht vor mir zu fürchten. Es ist wirklich arm. Jetzt hat sie die ganze Zeit in diesem muffigen Arbeitszimmer stecken müssen. Na, kommen Sie, trinken Sie mit uns ein Schluck, ja? Nein, nein, ja. Danke, wirklich nicht. Der Herr Petermann war so nett. Er ist überhaupt so ein schrecklich netter Mensch. Ich würde Ihnen am liebsten einen Kuss geben, Herr Sektionschef. Ja, ja, das ist ja sehr nett von Ihnen, aber wieso wollen Sie mir einen geben? Na ja, weil ich bei Ihnen eine so nette Bekanntschaft gemacht habe. Wir zwei, der Herr Petermann und ich, wir haben viel Gemeinsames. Aber deswegen müssen Sie sich bei mir nicht bedanken. Das sei doch nicht so geschamig, Franz. Lass dir doch danken. Danke. Ja, danke auch. Das Frau Christine und ich haben nämlich beschlossen, heute Abend ins Kino zu gehen. Oh. Ja, im amerikanischen Spielfilm Es war einmal in Amerika. Moment, da habe ich aber gelesen, der dauert 3,5 Stunden. Nein, 4 Stunden. 4? Ja, jetzt kann ich ja, jetzt bin ich ja angezogen. Also, ja. Was ist das? Ja, sehr schön. Nein. Im Kino ist ja finster. Ja, also, Sie sagen es, ja. Ja, also, dann noch einmal vielen herzlichen Dank. Entschuldigung, die Störung. Ja, weil Die Kleider werde ich dann express. Ich danke vielmals, aber mein Ernstele ist aufgeklärt genug, gell? Ja. Und genau so, wie ich es mir vorstelle. Komm, jetzt gehen wir hin. Ja. Komm, Tommy, komm, Ernstele. Ich habe dir ein Fresspaket hergerichtet. Ja, ihm für nächste Woche. Danke, das ist lieb, aber eigentlich habe ich gar keinen Hunger mehr. Weil seitdem ich das weiß, da von der Inge mit dem anderen Mann, und selbst wenn es gar nicht wahr ist, also von meinem geistigen Auge weiß ich jetzt, immer mit einem anderen Mann herumpendeln soll. Hey, Tommy, so denk doch ein bisschen nach, es ist doch aus zwischen euch. Da ist doch ganz klar, dass jetzt irgendein anderer zu ihr kommt und bei dir wird es eben eine andere sein. Oh nein, nein. Was? Ich hab genug von Frauen. Für immer. Ja, ja, wie oft hab ich das schon in meinem Leben gesagt? Und dann bin ich in kürzester Frist mit Haut und Haaren, mit den übrig gebliebenen Spärlichen, auf das nächste weibliche Wesen hereingefallen. Ja. Das Schöne ist, von Reinfaller zu Reinfaller werden Sie entzückender. Ich hab was gegen das Frauenbild, das er dem Tommy hier vermittelt. Nein, alles gut, wie du dich entschlossen hast, so machst du es, gell? Jetzt machst du mal das Bundesheer fertig und dann studierst du und dann werden wir weitersehen. Und gell? Überhaupt, dann bist du ganz lieb und brav und magst deiner lieben Mami viel Freude. Jawohl. Ich darf mir was wünschen, ja? Oh ja, bitte. Weihnachten ist ja nicht mehr fern. Ja, nein, vor Weihnachten. In der nächsten Woche setzen wir zwei uns ganz allein zusammen, ja, und führen ein kleines Gespräch. Ja, bitte. Auge in Auge. Zahn. Ja, wissen Sie, es gefällt mir nämlich überhaupt nicht. Ihr Benehmen finde ich unmöglich. Komm, wir gehen. Komm, entschuldige, hast du jetzt die Wohnungsschlüssel? Heute in der Früh hast du ihn nämlich liegen lassen, wie du ins Büro gesaust bist. Ja, weißt du, darum habe ich sie ja auch der Christine geben können. Verstehst du mich? Ja, ich verstehe alles. Du brauchst mir überhaupt nichts mehr zu erklären. Komm, wiedersehen. Also, macht's euch mal einen schönen Samstag. Ich weiß nicht, ob der schön wird. Ich muss schon sagen, die Elfi hat sich sehr elegant aus der Affäre gezogen. Also, das ist furchtbar lieb. Dankeschön, ja. Gut, also elegant, das finde ich nicht. Ich finde, mir gegenüber hat sie doch sehr unverhohlen gedroht. Ja, wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, so würde ich sagen, Heinz, vermeiden Sie es, in nächster Zeit mit der Elfi allein zu sein. Ja, das hat man davon, nicht, wenn man sich für seine Freunde ins Feuer schleudert. Ja, ja, das war ein typisch männlicher Anfall vom Heldentum. Na ja. Völlig sinnlos. Und das ist übrigens auch an deine Adresse gerichtet, Franz.
Moment. Wieso komme denn ich da jetzt plötzlich hinein wie der Pontius ins Credo? Was hab denn ich damit zu tun? Bitte, also, Hela, also ich schwöre dir, ich bin hier ganz ruhig gesessen, hab in aller Ruhe meine Torte gegessen, auf einmal leid's, nicht wahr? Na, kommt die Christine herein, nicht wahr, und überfällt mich. Was schaut mich Was an? Sagst du da? Ja, du, die Wahrheit. Du, ich hab außerdem, ich wollte sie gar nicht in das Arbeitszimmer hineinlassen. Red doch gar nicht davon, sondern davon, was du jetzt gerade vorher zugegeben hast. Was habe ich zugegeben? Ich habe nichts zuzugeben. Also so ein reines Gewissen habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Wie kannst du denn so lügen? Da sehe ich doch ganz genau, dass noch ein Schlagobersfleck hier drauf biegt. Ja, das kann nur von der Torten kommen, die du harmlos, wie du sagtest, und heimlich verzehrt hast. Ich würde mir das nächste Mal beim heimlichen Tortenessen vielleicht ein Trendspartalon binden. Ja. Also, wenn ich dich also richtig verstehe, nicht wahr? Also, das mit der Christine, das macht nichts, das ist total in Ordnung, nicht wahr? Ich meine, das hätte ich verstanden, wenn du dich da empört hättest über. Aber du machst mal ein Theater, weil ich ein winziges Stückel Torte gegessen habe. Christine im Zusammenhang mit dir geht mich überhaupt nichts an und interessiert mich überhaupt nicht. Die bringt weder deinen Cholesterinspiegel durcheinander, noch hebt sie dein Gewicht. Also wenn ich richtig verstehe. So ist es zwar eine Eheverfehlung, wenn ich ein mikroskopisch kleines Stückel Torte esse, hingegen kann ich also lockere Mädchen, die darf ich mal einladen in die Wohnung, und zwar haufenweise, das würde dir nichts machen. Bitte werde ich sie mir in Hinkunft haufenweise einladen. Das kannst du doch dem Novak nicht antun. Dieser Schock würde ihn glatt ins Delirium tremens treiben, Geburt. Kommt davon allein. Aber sollten Sie wirklich, ich meine, diese Absicht verwirklichen und einen Haufen flotter Mädchen hier einladen, meine Telefonnummer haben Sie und der Anruf genügt und der Heinz Windeck kommt gerne ins Haus, geschnitzt und kampet und dann immer ein paar Witze, kann auch Gedichte rezitieren, um die Damen zu unterhalten. Ich bin wirklich sehr, sehr ärgerlich, Franz. Aber nein, das war doch nur ein Witz mit dem Haufen. Ich meine, mehr als zwei, drei bringt er ja gar nicht zusammen. Ach was? Mich interessiert doch nur seine fürchterliche Fresssucht. Wirklich, die ganze Woche bemühe ich mich, dass er vernünftig und gesund ist. Und wenn ich einmal nicht da bin, hat er nichts anderes zu tun, als hinunter zu rasen zum nächsten Konditor und sich die kiloweis diese Bitte, Kalorien heraufzuholen. Das ist eine völlig falsche Beschuldigung. Ich bin nicht zum nächstbesten Konditor hinuntergerast, sondern der Herr Janek hat angeleitet, bevor noch die Christine angeleitet hat, und hat diese Stückel Torte in der Hand gehabt und hat es mir als Präsent gebracht. Also hätte ich es ablehnen sollen? Na, du brauchst es ja nicht ablehnen, hättest es ruhig annehmen können, aber du musst es nicht unbedingt essen. Heute Nacht wirst du dich wieder im Bett herumwälzen und stöhnen. Hilla, ich würde den Novak auf ihn ansetzen. Er soll ihn im Auge behalten und gut beobachten und dir alles mitteilen, was er gesehen hat, wenn er irgendein Tortenverbrechen wieder begeht. Wenn der Novak noch einmal einen Tratsch macht, kriegt er von mir keinen großen Weihnachtsgeld. Na du, das wird er nicht machen. Schnell gib ihm das Weihnachtsgeld, sonst macht deine Blondinengeschichte im ganzen Haus die Runde. Ah, du glaubst, er erzählt es weiter? Na glaub mich, ich weiß es. Ja, ich bin völlig überzeugt davon, dass die Geschichte wahrscheinlich schon den zweiten Stock erreicht hat. Aber ja, wenn sie im zweiten Stock ist, muss sie ja zuerst im ersten. Das schau her, du schnurrst ja mal Zufriedenheit. Stört dich also gar nicht, nein. Wenn er im Haus das Renommee eines heimlichen Tortenessers hat, das hätte er nicht so gern. Aber ein Blondinenchef, wo die Blondinen heimlich ein- und aussehen. Ja. Das ist eine Reputation. Schauen Sie sich das an, wie der wohlgefällig ausschaut. Das wirst du nie erwachsen. Nein, ich glaube nicht. Ich möchte auch nicht erwachsen werden. Schau, als Kind kann ich so viel Mehlspeisen essen, als ich will. Und als junger Mann durfte ich mir so viel junge Mädeln anschauen, als ich wollte. Es war schon sehr schön, hübsch jung zu sein. Aber nein, das ist auch eine ganz große Neuigkeit. Ja, das ist immer in die Zeit. Ja, heute wird man ja ganz...